Und herzlich willkommen zurück zu Stranded Deep, meine lieben Freunde. Ich befinde mich hier immer noch so an der Nahtoderscheinung, Erfahrung, würde ich mal sagen. Mit gebrochenen Gliedern und vergiftet huste ich mich hier so durch die Welt. Das Problem ist nur das, ich weiß nicht, wie ich wieder zu Kräften kommen soll. Jetzt habe ich hier mal den Katzenfisch, den Tigerfisch da, habe ich mal da reingelegt. Weil ich habe nicht geschafft, irgendwas Sinnvolles mit ihm zu machen. Jetzt sagt mir, vielleicht kannst du ihn ja essen. Ich weiß, dass die Idee vielleicht so ein bisschen wahnsinnig ist. Aber dann dachte ich mir, vielleicht kriege ich dadurch ja so ein gewisses Antiserum. Und kann dann mit diesem Antiserum mich wieder heilen. Kann man mir folgen. Sodass ich wieder gesund werde. Oder es wirkt wie Morphin und heilt mir meine gebrochenen Arme. Diesen hier zum Beispiel. Das sieht echt sau ekelhaft aus. Die Sache ist, ich weiß es nicht, ob das so ist. Und da ist er fertig. Kann ich ihn essen? Ich habe ihn tatsächlich gegessen. Bin ich sicher, ob das eine gute Idee war oder ob es eine schlechte Idee war. Na, gute Frau, wie sieht's aus? Schlechte Idee oder gute Idee? Wir gucken mal gleich. Wenn der Fisch fertig ist, dann pfeifen wir uns nochmal rein. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das Leben auch nicht wiederherstellt. Aber ich meine, ich hatte nichts zu verlieren. Ich hatte nun wirklich nichts zu verlieren. So. Komm schon. Geh weg. Ach, wieso kann ich jetzt hier nicht... Mann, ey. Ich möchte gerne den Fisch da rausnehmen. Hallo? Nein, raus. So. Mh, das schmeckt. Oh, jetzt habe ich wieder keine Energie mehr, dass mir das wieder die Werte herstellt. Das ist richtig blöd. Ich hätte gern wieder ein bisschen Leben dazu. Guck mal, die kleinen Krabben, wie unsüß. Also es gibt auch keine Tiere, also es gibt auch echt, also Krabben gehören für mich auch so zu den Tieren, wo ich mir denke, so, war richtig absurd ekelhaft eigentlich. Gib her. Gib her jetzt. So, das schmeckt. Noch. Ess ich halt noch was. Ess ich halt noch eine Sardine. Packe ich mir halt noch eine rein. Hau ich mal noch so ein Ding hier kaputt. So. Ess ich noch die, wenn es sein muss. Hör auf zu husten. So. Und wir hoffen, dass wir wieder ein bisschen Leben regenerieren können. Was kann ich denn eigentlich jetzt mit dem Seewasser hier machen? Ich dachte ja, dass ich mir da eigentlich irgendwie so... Kann ich mir das vielleicht abkochen? Nein? Ja, doch. Aha. Kann ich mir da ein Süppchen machen? Oder kann ich mir einfach nur das Wasser nehmen zum Abkochen? Das wäre natürlich auch gut. Das wäre natürlich richtig klasse eigentlich. Mal schauen, was ich denn daraus bekomme. Was habe ich denn jetzt hier noch rumliegen? Eigentlich Taschenmesser, eine Flare, Water Bottle, aber die ist ja wohl empty, oder? No serving. Ja, okay, die ist leer. Die könnte ich ja vielleicht auffüllen. Ach, Smallfish. Machete, hier der MTR-Tank. Den werde ich, glaube ich, nicht mehr aufladen können. Gut, das dauert jetzt hier wohl ein bisschen, oder wie sehe ich das? Oder bringt das überhaupt was ich da gerade tue? Ich weiß nicht, ob ich da einfach alles reinlegen kann, was ich habe. Mr. Crab.
Alles so nicht gekochtes Zeug hier. Oh, und meine komischen Dinger werden immer ekliger da an der Hand. Seht ihr das? Jetzt haben wir nochmal einen Umhauen. Ich meine, wäre eigentlich egal, oder? Ob jetzt steht oder liegt der Baum. Oh, mein Wasser ist fertig. Was habe ich jetzt? Was habe ich jetzt da? Was ist das? Freshwater. Aha. Aha, aha, aha. Nein, nicht ausschütten. Ah, okay, jetzt ist das leer. Dann können wir nochmal neues holen gehen, oder? So. Das ist ja interessant. So. Und das ist wieder voll. Stell dich nicht so an, mein Kind. Gleich haben wir's. Hast es bald geschafft. Hast es bald hinter dir. So. Nein, kann man den vielleicht nicht mehr ordentlich hinstellen hier. Oh, jetzt ist er tatsächlich leer. Och. Och. Diese Physik, ne? Ist jetzt voll? Jetzt ist er voll, okay. Okay, okay, okay. Vorsicht, Peggy. Nicht alles verplempern. Gut, gut, gut. Krabbe ist fertig. So, okay. Immer schön für neues Trinkwasser sorgen. Oh Mann, der wird sich doch mal irgendwann wieder vollrecken können. Das ist ja super nervig. Dann trinke ich was, dann esse ich was. Immer so ein Kommen und Gehen. Und da draußen war wieder so ein Hai. Aber was für einer. Ich möchte mal diesen neuen Hai da töten. Diesen hübschen, den wir vorhin gesehen haben. Da diesen Schwarzkopf. Schwarzspitzflossenhai oder wie der heißt. Den hätte ich gern mal gebraten. Vielleicht hat der ja magische Heilkräfte oder so. War ich nicht gerade dabei, hier das Ding kaputt zu schlagen? Ja. Ob ich vielleicht auch meine Ding wieder aufladen kann, meine Flasche? Das wäre natürlich super. Ist hier echt keine Nuss mehr da. Okay. Da kriege ich dann auch ein bisschen was zu trinken, während mein Wasser da abkocht. Hauen wir noch ein bisschen drauf rum, würde ich mal sagen. So, drinkable. Du bleibst da. Jo, und weg damit. Okay, Wasser ist abgekocht. Dann kann das weg. Okay, dann können wir ihn noch essen und ihn auch. Und bekommen hoffentlich jetzt mal wieder hier ein bisschen... Ach, das gibt es ja nicht. So, komm schon. Brate. Und sei schnell fertig. Ich kann es dir nur raten. Ist die Frage natürlich, ob ich jetzt meine Flasche irgendwie wieder auffüllen kann. Ob das mehr bringt als in diesem Wasser. Nochmal die Sardinen hier und pfeifen einen nach dem anderen da rein. Okay, also ich kann den anscheinend... Nein, nicht. Oh Mann. Oh, Peggy. Och. 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 Jetzt habe ich das ganze Wasser verschüttet.
Ach. Okay, das nächste Mal nehme ich ihn ins Inventar und trinke einfach und scheiße auf die Flasche. Dann scheiße auf die Flasche. Dann ist das halt so. Die Flasche bleibt Flasche und ist leer. Und ich hole mein Getränk hier aus dem Eimer. Ist er mal fertig? Ja. War das schon oder noch nicht? Ah ja, guckt, Sardine war schon fertig, okay. Wasser da rein. Abkochen. Und eine Sardine essen. Es kriegt einfach nicht mehr Leben dazu. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wieso verliert die... Scheiße. Jetzt auch noch mein Feuerholz weg. Da habe ich auch so schön reingelegt. Glaube ich, Spinnen. Du bleibst drin hängen. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass jetzt das Feuer auch noch rausgeht. Och. Oh, ich muss jetzt so schnell, wie ich hier verliere und wieder herstelle, das kann ich ja gar nicht aufholen. Oh mein, meine Stimme macht mir gerade ein bisschen zu schaffen. Ist gerade ein bisschen hier, bisschen blöd zum Aufnehmen eigentlich. Weil ich echt nicht ganz gerade so richtig gut reden kann. Ich denke, ich hoffe zumindest, ihr habt da seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Dass es dieses Mal vielleicht nicht ganz so actionreich abläuft. Aber ich kann halt gerade jetzt nicht so viel rum. Also ich bin sehr eingeschränkt, was meine Redemöglichkeiten angeht. Jetzt schauen wir nochmal, ob wir vielleicht irgendwas craften können, was ich bisher noch nicht craftet habe. Nein. Ja, ist schade. Aber auch überhaupt nicht, ne? Also das nicht mal. Nein, jetzt habe ich den Eimer wieder mitgenommen. Immer wenn ich ihn nicht brauche. Crude Axe, Crude Knife. Okay, das habe ich ja alle schon. Das Bad wäre vielleicht noch mal interessant, ha? Okay. So. Das Bad stelle ich mir hier so hin, ja. So. Mein Wasser ist fertig, das ist schön. Trinke ich gleich mal einen Schluck. Ich habe jetzt leider keine Krabbe mehr, die ich mal irgendwie braten könnte. Da muss ich mit Sardine vorlieb nehmen. Okay, gut. Ja, wobei, dann könnte ich mir auch mal gleich mehrere Sardinen eigentlich braten. Dann nehme ich mir jetzt aber vorher noch diesen Kameraden. Pfeife mit die rein. Genau. Und hoffe, dass dann mal langsam wieder ein bisschen Leben hier vorangeht. Das kann aber nicht wahr sein. Ich kann es jetzt... Achso, eh. Falsche Tasten gedrückt. So, 1, 2. 3. Es ist zu salzig vielleicht und deswegen muss ich dann wieder trinken. Oh. Wie sich es aber halt auch nicht wiederherstellt. Ganz schlimm ist es. Ganz schlimm. Jetzt hauen wir da hinten nochmal den letzten Baum um und dann weiß ich auch nicht mehr, wo ich jetzt noch hier Dinge herkriegen soll. Kokosnüsse. Also von dieser Insel dann wahrscheinlich nicht mehr, sondern nur noch von den anderen Inseln. Und da weiß ich nicht, wie viele... Ach, ich vergesse jedes Mal, dass ich sie auch gedrückt halten lassen kann. Das ist klasse, Packy. Jetzt sind sie natürlich da ins Wasser gefallen. War da eh nur eine dran? Ernsthaft? Ja, es war nur eine dran. Ich habe, glaube ich, auch mein Boot ein bisschen beschädigt, ja. Aber das ist okay. Das ist vollkommen okay. Es wäre halt cool, wenn das Schlafengehen dann so Leben wiederherstellt, ne? So wie in DayZ das auch ist, wenn man da schläft.
Dann wacht man auf und es geht einem wieder gut. Das habe ich geliebt in DayZ Origins. Da geht man halt dann schlafen, wenn man wenig Leben hat. Und nach ein paar Minuten ist dem anderen dann wieder voll gereckt. Und alles ist cool. Und man kann weitermachen. Das sind so Sachen, die sollten halt anderen Entwicklern auch mal vielleicht einfallen. So. Gut. Mein letztes Herz ist auch weg. Die Frage ist jetzt natürlich, wie lang bleibt das hier bestehen? Wir warten auf den letzten Fisch, der uns da retten kann. Ich nehme noch mal einen Schluck Wasser. Der uns hier vielleicht noch mal aus der Misere holt. Oh Gott. Oh, was kann ich noch? Krabbe. 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 Wo ist eine? Eine große am besten. Die sind doch sonst immer überall. Da. Frau Dr. Krabbe. Ich hätte da mal ein Anliegen an Sie. Braten Sie doch bitte. Ich würde Sie gerne verspeisen. Und zwar heute noch. Und zwar, wenn es geht, etwas schnell. Weil ich dann doch schon etwas kurz vor dem Tod stehe. Nicht wahr? Das möchten Sie doch wohl nicht verantworten, Frau Dr. Krabbe. Ne? Professorin. Das wollen wir doch nicht, dass der Peggy hier stirbt. Nein, nein. Das wollen wir nicht. Na, kommt schon. Kommt schon, kommt schon. Kommt schon, kommt schon. Mach schon hin jetzt. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein, Alter. Na, langsam will ich dich gern essen. Oh, jetzt habe ich schon wieder kein Getränkdingens mehr, Kirchens. Ah. Okay, und rein damit. Mm, das war lecker. So, ein bisschen Wasser dahinter. Und noch einen Schluck. Oh, jetzt habe ich wieder kein Wasser mehr. Es gibt es ja nicht, Leute. Und jetzt habe ich kein Holz mehr. Und ich habe keine Palme mehr. Doch hier vielleicht noch. Meine letzte Rettung. Dass hier noch eine Palme drauf ist. Eine Nuss. Eine Kokosnuss. Aber war nichts. Nein, da war nichts drauf. Woher bekomme ich denn jetzt was zu saufen? Nein, das gibt's doch nicht. Dann muss ich dann doch vielleicht... gut, Holz hätte ich, ums Feuer nochmal anzufangen. Da war eine. Da waren zwei. Gott, wo sind denn die jetzt hin? Da, schön. Schön, gut, dass ihr da seid. Ich hätte euch dann gern mal getrunken und gegessen. Wie sieht's aus? Okay. Ich glaube ja nicht, dass das nochmal was wird mit meinem Herz. Wieso ist denn das jetzt hier dauerhaft so neblig eigentlich? Habe ich hier eine ganz komische Klimazone erwischt, hä? So. So einfach wäre es gewesen. Da brauche ich gar nicht so blöd mit dem Eimer da rumlaufen und so, wenn ich ihn einfach da reinschmeißen kann. Manchmal frage ich mich schon, was ist eigentlich falsch mit mir gelaufen, ne? Dass ich auf so einen Scheiß nicht komme. Also irgendwie, ne. Da weiß ich dann auch nicht, was los ist. So, der Lock ist ab. Okay, dann mache ich hier draus nochmal ein paar Dinger. Ein paar Stickies.
So, den nehme ich als Brennholz. Machen wir das nochmal an. Und kochen uns ein bisschen Wasser ab. Kann ich jetzt schlafen gehen? You only can sleep at night. Okay, das ist in Ordnung. Dann schauen wir mal, ob wir das hier noch überleben. Ich habe ja so ein Gefühl, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis ich röchelnd hier am Boden liege, mit meinen wirklich richtig schönen Pickeln auf dem Arm, ne? Da sind schon welche aufgeplatzt. Ach, ist das herrlich. Ah, schön, schön. Das ist... Kann ich mir diese aufstechen vielleicht? Nein? Das ist ungut. Das ist wirklich sehr ungut. Das kann doch auch nicht wahr sein, dass ich hier nicht mehr an irgendwie Leben rankomme. So ein Erste-Hilfe-Package oder sowas habe ich bis jetzt noch keins gesehen. Mag ja sein, dass es eins gibt, aber ich habe halt noch keins gesehen. Lass doch den Eimer Wasser da drin, Mann. Ja, und jetzt hier groß rumreisen. Ich dachte, es wäre ein Haifisch. Ich hätte gerne nochmal diesen... Ich hätte gerne nochmal diesen hübschen Hai von vorhin gesehen. Der schmeckt bestimmt ganz fantastisch. Dieser hübsche Hai. Bestimmt ein ganzen Süßer ist das. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.